Hey, ich bin Marcel Weinert. Wir sind hier in der Leipziger Propsteikirche und ich bin hier ehrenamtlicher Küster und das würde ich euch heute gerne mal zeigen. Ja, total gerne. Dann lass uns reingehen. Dann kommt mit. Hier sind wir im Inneren der Propsteikirche, ein moderner Neubau, der 2015 eingeweiht worden ist und inzwischen für mich zu einer geistigen Heimat geworden. Sehr schön. Und wo ist dein Reich, die Sakristei? Die ist da hinten und da können wir gerne hingehen. Marcel Weinert ist seit knapp 2 Jahren ehrenamtlicher Küster der Propstei St. Trinitatis und unterstützt den hauptamtlichen Küster insbesondere für die Gottesdienste an den Wochenenden oder als Urlaubsvertretung. Das alles macht der 25-Jährige in seiner Freizeit, neben seinem Lehramtsstudium. Heute bereitet Marcel die Abendmesse vor, die jeden Wochentag um 18 Uhr gefeiert wird. Marcel, was gefällt dir denn so gut am Küsterdienst? Zum einen macht mir Organisieren und Vorbereiten viel Freude. Und hier in der Sakristei habe ich eben eine Möglichkeit gefunden, besondere Vorbereitungen zu machen. Und das Vorbereiten der Heiligen Messe finde ich jedes Mal wieder irgendwie spannend und schön. Und damit kann ich eben irgendwie auch Gott und meiner Gemeinde, in der ich Mitglied bin, auch irgendwie einen Dienst erweisen und irgendwie was zurückgeben. Erst vor einem Jahr ist Marcel Weinert in die katholische Kirche eingetreten und erinnert sich gerne an seine Taufe hier in der Propsteikirche. Auf dem Weg hierher zur Kirche habe ich kurz gesagt, ich will nicht, weil die Nervosität einfach sehr stark war. Nachdem ich mich dann aber hier vorne hingesetzt habe, und dann klingelte die Glocke zu Beginn der Heiligen Messe, war die Aufregung so völlig weg. Und dann stand ich genau hier an diesem Ort und dann habe ich gemerkt, wie mir das Wasser über den Kopf läuft. Und in dem Moment musste ich ganz stark anfangen zu grinsen. Und dieses Grinsen, dieses wirklich von innen heraus kommende Grinsen, war die Bestätigung, dass das, was hier passiert, jetzt genau richtig ist. Marcel Weinert wuchs atheistisch auf, ohne Bezug zu Gott. 2019 wurde er von Freunden eingeladen zu einer Taufe. Und ab dann ließ ihn der Gedanke an Gott nicht mehr los. In einem 2-jährigen Prozess des Suchens und Fragens reifte seine Entscheidung, selbst Christ zu werden. Inzwischen ist der Glaube ein wichtiger Teil seines Lebens. 2 bis 3 Mal pro Woche feiert Marcel die Heilige Messe mit. In der jungen und lebendigen Propsteigemeinde in Leipzig hat er eine Gemeinschaft gefunden, die ihn trägt und die ihn als homosexuellen Mann ganz selbstverständlich akzeptiert. Und warum bist du Kirche, Marcel? Ich bin Kirche, weil es wichtig ist, sich auch in dieser Zeit zu Christus und seiner Kirche zu bekennen. Weil ich finde, dass wir mehr sind als die Verfehlungen und Schwächen, die trotzdem auch zu uns gehören. Und weil die Begegnung mit Christus an diesem Ort und an jedem kirchlichen Ort immer wieder eine Bereicherung für mein Leben darstellt.